Sie haben seit 3,5 Jahren kein Spiel mehr gewonnen. Erfolg gehört natürlich zum Sport dazu. Und wenn der zu lange ausbleibt, dann ist es doch frustrierend und zerrt manchmal doch am eigenen Ego, sag ich mal. Sie haben seit 2,5 Jahren keinen Punkt mehr geholt. Spaß macht es natürlich nicht, das ist klar. Der letzte Sieg datiert vom März 2013. Und man will endlich und es klappt halt wieder nicht, dann ist es selbstverständlich frustrierend. Den letzten Punkt holten sie Frühjahr 2014. Man entwickelt über die Jahre eine sehr große Leidensfähigkeit. Sie haben seit 125 Spielen nicht mehr gewonnen. Ich glaube, dadurch, dass wir eigentlich den Spielbetrieb aufrechterhalten, haben wir trotzdem irgendwo eine Außenwirkung, die positiv ist. Die letzten 75 Spiele wurden alle verloren. Es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Ja, man gewöhnt sich dran. Tja, und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb haben Hans Arpey, seine Neuassistentin Toni und Torwartlegende Wolfgang Kleff vergangene Woche die fast unmögliche Aufgabe übernommen, dem notorisch sieglosen TuS Kinzigtal das Gewinnen beizubringen. Wir wollen hier, glaube ich, das Unmögliche möglich machen in dieser Truppe. Wir wollen? Wir machen. Ja, also. Wir machen auch scheiße Gold. Schon beim Warmmachen zeigt sich, warum der TuS in der Fußballnahrungskette ganz unten steht. Die spielen jetzt 5 gegen 2 oder so oder 6 gegen oder irgend sowas. Was sie jetzt machen. 3 haben Leibchen an und. Naja, die spielen irgendwie 7 gegen 3 oder irgend sowas. Ach, geht schon los hier. Es ist ja kein Warmmachen. Die machen ein Spiel. Die spielen ja nicht 5 gegen 2 zum Beispiel, wo auf einem kleinen Feld, wo man sich ein bisschen bewegt, die Muskulatur warm wird. Deshalb praktisch schon ein normales Spiel, 7 gegen 3. Du hast alles drinnen. Passspiel, Zweikampf schon. So baut man ja kein Training auf. Auch das Passspieltraining ist, Warum denn so groß? Das ist viel zu groß. Wir lassen die Übung so, machen die aber nur kleiner. Wenn du dir das jetzt anschaust, was wir da spielen, wie viele Pässe kannst du im Spiel so frei spielen? Das ist nichts, ist nicht richtig. Hans muss schnell einsehen, dass die Kinzigtaler aktuell untrainierbar und Traineransagen von außen im Schwarzwald offenbar Neuland sind. Da helfen auch Sapeys einfühlsame Worte wenig. Die keinen Bock haben, raus. Wer keinen Bock hat, sagt das jetzt. Ja, Bock, weiter zu verlieren, dann ist es okay. Oder denkt ihr, ich bin der Depp hier oder wie? Ich bin sauer, weil die keine Leidenschaft haben, keinen Willen. Ich habe mehr Ehrgeiz, Willen, das Spiel zu gewinnen als die. Und das ist ja falsch. Eigentlich müsste die Mannschaft ja brennen und die brennen nicht. Am nächsten Tag greift Sarpey zu einem für seine Verhältnisse sehr ungewöhnlichen Mittel. Er bittet bereits vor dem Abschlusstraining zum Gespräch. Hans, wieso das? Wir sind davon überzeugt, dass hier auf jeden Fall einiges möglich ist. Aber am Ende des Tages muss die Mannschaft das auch wollen. Und darum müssen wir mit der Mannschaft reden. Jungs, wir haben gestern eine Trainingseinheit gehabt, die für uns, wie beschreibe ich das, sehr beeindruckend war, wie sehr eine Mannschaft, die doch Potenzial hat, vieles falsch macht. Keine Leidenschaft. Keinen Willen. Ich will von euch wissen, warum ist das so? Und? Will einer anfangen? Wir haben halt auch viele Leute in der Mannschaft, die noch ziemlich jung sind, davor noch gar nicht wirklich Fußball gespielt haben. Und für das die erste Station schaue ich. Ich habe letztes Jahr mit 28 Jahren angefangen, ich habe davor noch nie gekickt. Ja, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, das Alter, der Altersschnitt, dass wir ziemlich jung sind. Ein Grund wofür? Ja, für die Unerfahrenheit, dass, ja, ich glaube, wir sind motiviert, aber wir sind halt zu unerfahren teilweise. Jeder ist ein bisschen auf einem anderen Stand von der Leistung her, auf einem anderen Level. Und dann so einen Haufen zusammenzuwürfeln, ist dann auch schwierig. Das ist bestimmt auch ein Grund. Aber dass die Leidenschaft nicht da wäre und Motivation, also das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also, warst du gestern da? Ja, ich war da. Ich
Ich glaube, die Jungs brauchen wirklich einen Trainer oder einen Spielertrainer, der die an die Hand nimmt und sagt, wenn wir jetzt uns warm machen, dann machen wir ganz genau das als Mannschaft. Mit Ball laufen wir einmal rauf und wieder runter. Und wenn wir Passspiel machen, haben wir genaue Formen und nicht zu groß, sondern kleiner, damit sie Erfolgserlebnisse haben, sauber spielen, ein Gefühl für den Pass kriegen und dann auch, dass sie im Training Leidenschaft entwickeln, Spielfreude, Willen, überhaupt gewinnen zu wollen, Spaß daran haben, Spaß, Tore zu machen und das auch zeigen. Ihr könnt nicht, wenn ihr rausgeht, direkt 7 gegen 3 spielen. Das funktioniert nicht. Ihr dürft das nicht als Kritik aufnehmen. Persönlich so, oh, der hat mich angeschissen. Oder wenn ich eins sage, Jungs, wir spielen Pass hin und her. Ich erzähle das einmal, zweimal, dreimal. Beim vierten, fünften Mal, natürlich scheiße ich euch an. Aber das ist nicht, um euch fertig zu machen. Das ist euch wieder zu helfen. Damit ihr die Birne anmacht. Aber es geht darum, dass ihr als Mannschaft sagt, ey, scheiße, der hat einen Fehler gemacht. Ich muss ihnen helfen. Was den Spielern vom TuS Kinzigtal am meisten fehlt, ist also Leidenschaft und ein strukturiertes Training mit klaren Ansagen. Daher beginnt Hans das Abschlusstraining mit ehrlicher Basisarbeit. Gemeinschaftliches Aufwärmen und einfaches Jungs, Passspiel. Kommt zusammen hier hin zu mir. Wir fangen ganz normal an zu dribbeln. Zu dribbeln. Und dann kommt hier ungefähr der Pass. Dann gehst du um das Hütchen, dribbelst dorthin. Dann gibt dort der Pass. Dann geht es immer so weiter, okay? Es geht immer um das Hütchen rum. Hier rum, so rum. Das bedeutet, wenn er kommt, nicht den Pass dahin spielen, sondern hierhin spielen. Die Idee der Passspielübung ist eigentlich ganz einfach. Einerseits möglichst ruhig und möglichst präzise passen. Andererseits möglichst konzentriert den Ball annehmen und in der Bewegung in das nächste Passspiel übergehen. Das erste Mal richtig Ruhe jetzt drin, ne? Ich finde es wirklich geordneter als gestern. Durch den langen Parcours sind die Spieler permanent in Bewegung und haben gleichzeitig sehr viele Ballkontakte. Das schafft Ballgefühl und Selbstbewusstsein. Also genau das, was den Kinzigtalern so sehr abgeht. Die Abstände der Hütchen sind übrigens den häufigsten Passsituationen in einem echten Spiel angepasst. Also einer Mannschaft, die letzter ist, die so viele Spiele verloren hat, da glaube ich, ist es einfach schon sehr, sehr wichtig, dass sie im Training schon sehr strukturiert sind, damit sie das natürlich übernehmen können ins Spiel. Jetzt führen wir den Ball ganz normal, aber jetzt kommunizieren wir auch, zu dem wir laufen und dahin passen, sagen den Namen. Ist ja immer derselbe, aber ich will trotzdem den Namen hören. Verstanden? Wir laufen, dribbeln, dribbeln, dribbeln und im Moment spielen wir hier rüber und er läuft jetzt, nimmst den Ball und gehst dann dort weiter. Verstanden? Sicher? Ja. Ja, ja. Aber nicht hier so warten auf den Ball. Der kommt, ich will all das in Bewegung ist und nicht schon hier stehen. Als würde der Pass hier hinkommen, dann spielt er den rüber und dann laufe ich erst hier hin. Und reden miteinander. Ja, hier ist der Nächste. Reden. Sprich ruhig mit deinem Mitspieler. Lauter sprechen, ich will die Namen hören. Die Jungs vom TuS Kinzigtal haben seit 3,5 Jahren nicht mehr gewonnen. Es gibt in der Truppe einige Spieler, die in ihrer Karriere sogar noch nie ein offizielles Punktspiel gewonnen haben. Das heißt, sie wissen schon, bevor sie überhaupt auf den Platz gehen, gleich gibt's wieder auf die Rübe. Ich versuche denen was Positives zu geben, dass sie an sich glauben, dass sie sehen, dass das geht, dass sie wirklich können. Und ich glaube, das merkt man jetzt einfach, dass da wirklich Struktur drin ist und jeder auch so ein bisschen begeistert ist. Die reden jetzt miteinander, sprechen sich an. Und ich glaube, man muss denen wirklich alles von der Pike auf beibringen. Beim Passspiel haben wir ja eigentlich das Gleiche gemacht, was wir am ersten Tag gemacht haben. Anspielen, klatschen lassen, rüberspielen. Und es hat geklappt. Und gestern ging es nicht. Und weil es einfach so oft war, dass sie immer das Gleiche machen mussten,
gehabt und dann auf einmal hat es geklappt. Das muss man jetzt filmen. Ist jetzt die Wade? Ich hatte ja einen Muskelfaserriss in der Wade, ein Zweifach. Ja. Und jetzt zieht's wieder. Aber gestern war es nicht die Wade gewesen. Doch auch. Ach, gestern auch. Ich dachte, gestern war das hier irgendwie Oberschenkel. Was ist, Jung? Oberschenkel. Dann lassen wir's. Wenn ich Druck drauf bringen möchte. Dann lassen wir das mit dir im Tor. Knie nach vorne. Hinten Höcke auf dem Boden. Das merkst du unten an der Achillessehne, zieht das. Merkst du das auch in der Wade? Extrem, ja. Ja, ja, das ist Funktionstest. Ich machte keine Hoffnung. Muss ich ehrlich sagen, ja, sag das so, wie es ist. Das wäre auch unverantwortlich den Leuten. Die Vernunft würde normalerweise sagen, aufhören. Ja. Ich will dir auch nichts vormachen. Ich will nicht sagen, komm, geh ins Tor, stell dich nicht so an. Hilfst du der Mannschaft, wenn du verletzt spielst? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wie es halt so ist, man will ist der Ehrgeiz in mir drin doch zu hoch, um zu sagen, ich guck da lieber zu. Wenn du spielst, musst du für deine Mannschaft 100% da sein. Sonst ist das nicht sehr kameradschaftlich. Wenn man sich verletzt, ins Tor stellt und man will unbedingt spielen, es ist nicht gut, seinen Kameraden gegenüber. Das zerreißt auch ein Bild. Sei lieber ehrlich, dein Körper, deine Meinung, Mannschaft akzeptiert das alles. Du musst letztendlich für dich ganz, ganz ehrlich entscheiden. Und da ist er da draußen. Der arme Kerl hat in den vergangenen sieglosen 3,5 Jahren immer im Tor gestanden und dabei knapp 650 Tore kassiert. Ausgerechnet jetzt, wo Wolfgang Kleff da ist, geht nichts. Naja, aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, denn beschissener kann es ja nicht werden, ne? Torwartgott Wolfgang Kleff hat jedenfalls einen klaren Plan. Ich fange gleich mal an, versuche mal zu testen, wie es mit der Koordination der beiden bestellt ist. Koordination, nicht die Linie berühren, abspringen, ist klar, mit dem Fußball abspringen und mit dem Fußball auf, bleiben und dann rüber und nach oben, ja? Leicht Druck aufbauen. Gut. Verweilen, richtig. Mehr zur Seite, mehr zur Seite. Jawohl, ein bisschen mehr Druck. Jawohl, jetzt mal hoch, das Knie anziehen. Hey, gut. Jawohl. Leichtigkeit, Leichtigkeit. Nur abdrücken. Gut. Gut. Jawohl, richtig. Gut. Und zurück. Ja, muss ich ja bewegen können. Und abdrücken, wenn ich rübergehe. Vom Fußball abdrücken. Dadurch bekomme ich die Sprungkraft. Wenn ich mit der Sohle abdrücke, komme ich immer hoch vom Pfannkuchen. Ja? Nur mit einem Bein. Ist egal. Nicht abwechselnd. Hoch, hoch, das Bein hoch. Jawohl, anziehen und abdrücken. Richtig. Jawohl. Gut. Anziehen, das Knie. Ja. Schwieriger, oder? Ja. Gut, gut. Und jetzt das andere Bein. Die sogenannte Schwache. Ja, ist nicht schlimm, ist okay. Jawohl, und nochmal hoch. Und einmal noch. Komm, gut. Kriegst du nicht so hoch, siehst du das? Ha? Hoch, einmal, ist gut, ist gut, ist gut. Du merkst selbst, dass da weniger Kraft drin ist. Ja. Ja? Man merkt doch früher. Natürlich, weil man von jeher immer nur oder keiner darauf geachtet hat, dass der Mensch oder speziell der Torwart zwei Beine hat. Das sind so für mich bei vielen die grundlegenden Sachen, die haben das nicht drin. Ja? Die meisten. Koordination ist ein großes Thema. Einer geht ins Tor, bitte, ist egal wer. Und jetzt versuchen wir das, was wir gerade gemacht haben, mit den Sprüngen, check, in Höhe umzusetzen. Entgegenkommen war richtig, andere Seite. Immer Abwechslung, ist klar. Ja? Acht mal drauf. Gerade ist er mit links abgesprungen, aber jetzt mit rechts abgesprungen. Ja.
Gesagt ist gesagt. Ich habe ihm nichts gesagt. Er hat's gemacht, er muss nur beibehalten. Ja, das Tränen in den Augen, ja? Wie siehst, wie die Jungs wie. Ja, glaube ich dir. Das Schlimmste, was dann passieren kann, zuzuschauen. Jetzt umgekehrt, du gehst trotzdem wieder rein und du bleibst davor. Ich bleib davor. Ja, natürlich. Du bist dann praktisch der Stürmer, du darfst den Kopf nehmen, er die Hände. Nicht die Hände. Nur einfach wie im Spiel auch. Ja? Immer sehr spielnah. Und Gott. Hinterher! Nee, 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 nee. Ja! Das, hör mal. Das fängt immer an. Man kann auch einen Ball verlieren. Ist überhaupt kein Thema. Aber nicht stehen bleiben. Zwei Sachen, die ich meine, die wichtig sind. Einmal hast du einen ganz anderen Winkel, du bleibst da. Und zweitens, du setzt den Stürmer unter Druck. Wenn du jetzt stehen bleibst, ja, der wird ja immer sicherer. Frag dich, wo willst du denn hin haben? Komm! Jawohl! Ja. Und flacher! Gut, der kommt kurz. Jawohl, und Abfahrt. Ja, was habe ich gesagt? Ball beobachten, nicht Gegner. Ja, das ist nicht beobachten. Ja. Das habe ich extra mal eingestreut. Jetzt machen wir ganz was Gefährliches. Eine Herausforderung für den Torwart. Und zwar, ihr dürft beide die Hände nehmen und den Ball ins Tor befördern. Das ist der Reizpunkt. Ich will den anderen nicht zulassen, dass er ein Tor macht. Auf, komm. Ja. Hopp. Setz dich durch. Und nicht so gerade stehen, sondern immer so ein bisschen seitlich. Dann kannst du nach vorne und nach hinten. Wenn du so stehst, pass auf, jetzt kommt der Ball. Da fällst du wie Mike auf den Rücken. Meistens hat der einen Vorteil, der von außen kommt. Das Tor! Ja, lass dir den Abstand. Geh ruhig weiter weg. Da hast du einen Vorteil. Sag ich doch, hast du einen Vorteil. Wenn du nah dran bist, logischerweise, musst du dann aus dem Stand springen manchmal. Ja, und wenn du weiter weg bist, kannst du eins, zwei. Der Dominik ist an seiner Grenze. Will aber. Unbändig. Den kann man schleifen. Oder auch dahin bekommen. Er bemüht sich und macht seine Sache ganz gut. Er ist schnell unten gewesen, dass er nicht jeden Ball halten kann. Das ist selbst mir nicht gelungen. Du willst ein Tor machen? Dann musst du da hingehen. Ihr wollt einmal wie ein Profi trainieren? Du musst eigentlich dahin. Du musst dorthin. Na, du läufst rüber, du läufst dahin. Ne? Ihr wollt wissen, wie sich Erfolg anfühlt? Das ist eure Chance. Hans Sapay sucht 5 neue Amateurvereine für die Rückrunde. Egal ob Männer oder Frauen. Bewerbt euch unter www.telekomfußball.de. Hast du nicht gut vorgelegt, weißt du selber. Hans Sapay, das T steht für Coach. Zurück bei das T steht für Coach, zu Gast beim TuS Kinzigtal. Unsere armen Kinzigtaler haben seit 3,5 Jahren kein Spiel mehr gewonnen und treten im nächsten Match gegen den ungeschlagenen Tabellenführer an. Zusammen mit seiner neuen Co-Trainerin Toni und Torwartlegende Wolfgang Kleff versucht sich Sapay am größten Fußballwunder seit Bern 54. Machen wir noch Torschuss? Sehr gut. Ich will mal was vom Torwart sehen. Ich hab den noch gar nicht gesehen. Ja, mach mal eine Torschussübung. Bitte. Jetzt. Oder was? Oder morgen. Ja, nee, dann wohl heute noch. Ja, dann jetzt. Soll ich dir helfen? Ja, vielleicht. Echt? Wir sind doch ein Team. Wir müssen zusammen. Das muss harmonieren. Ja, deswegen frage ich dich ja. Soll ich dir helfen beim Torschuss oder soll ich die Hütchenbälle holen oder was? Nee, bei der Übung. Ich weiß nicht, was bei dieser Mannschaft gerade. Also. Mach einfach Torschuss. Zu kompliziert dann wieder sein. Eine Mannschaft läuft so von dort schräg an, die andere Mannschaft so von dort schräg. Einer steht da, einspielen, der lässt klatschen, Abschluss und dann geht er, der geschossen hat, als Anspieler. Nee,
Ich hab, entweder bin ich jetzt doof. Du bist Anspieler. Anspieler. Ja. Ich hab Ball, spiele den Ball zu, du lässt klatschen. Ich schieße aufs Tor. Dann gehst du weg, stellst dich wieder hinten an. Jetzt bin ich Anspieler. Der nächste kommt, spielt mich an. Ich lass und dann klatschen. Gehst du weg. Ja. Oder hast du es verstanden oder noch nicht? Ja, doch, das habe ich verstanden. Aber du sagst, da stehen welche und da stehen welche. Das ist doch. Gelb läuft von hier an und schießt von hier auf von dieser Seite. Bunt schießt von dieser Seite. Ja. Und einer steht in der Mitte. Nee, gelb ist jetzt. Guck mal, gelb. Gelb ist hier. Gelb ist hier. Gelb ja. ist hier. Einer stellt sich am 16er so mit dem Rücken zum Tor. Dann der schießt den an. Der legt auf. Ja. Der schießt. Ja. Dann, und dann die andere Mannschaft macht ja, dasselbe auf der Seite. Der schießt ja. und der legt auf. Und dann sehen wir, welche Mannschaft mehr Tore gemacht hat. Hans hat es einfach so kompliziert erklärt. Also. Ja, erklär mal, was du verstanden hast. Ja, ich habe immer so auf deine Hände geachtet. Und du hast dann einfach angefangen, gelb steht da, bunt steht hier. Und dann steht einer da. Und dann ablegen. Und also letztendlich war die Übung ja sehr einfach. Aber ich habe einfach ein bisschen lange gebraucht, das selber bei mir zu verstehen. Wir machen jetzt noch mal Torschuss. Gelb geht gleich auf die linke Seite. Bunt auf die andere Seite. Zwei stellen sich an den 16er. Direkter Pass, einmal kurz ablegen und dann Torschuss. Ja, und der dann quasi, muss ich kurz überlegen, der abgelegt hat, stellt sich wieder hinten an. Ja, genau. Und dann stellt sich wieder der nächste an den 16er, der geschossen hat. Ja, genau. Die Mannschaft, die am meisten Tore geschossen hat, hat nicht nur gewonnen, das auch. Ich möchte dann, dass die Verlierermannschaft sich ins Tor stellt und dann gibt es Arschgeballer. Ja? Ja, okay. Nachdem Toni nun endlich die Torschussübung verstanden hat, folgt gleich das nächste Problem. Wo stellt man sich mit seiner Mannschaft denn am besten zum Torschuss hin? Meine Frage, wieso habt ihr euch jetzt hier hingestellt? Na, das war doof. Wenn wir keine Linksfüße haben, außer Nico. Was? Ich glaube, wenn du Nico als Linksfuß, dann müssen wir. Darum geht's mir gar nicht. Alles klar? Warum habt ihr euch hier hingestellt? Das ist jetzt meine Frage. Warum habt ihr euch jetzt hier positioniert? Und da ist euer Mitspieler. Da. Das hat jetzt für mich mit Linksfuß gar nichts zu tun. Das ist wieder diese Distanz. Guck dir das mal an. Was für ein Weg wieder. Das, was ihr gestern wieder am Training vorgemacht habt. Diese langen Bälle, 500 Meter Pass. Ne? Rüber. Kurzer Ball, ablegen. Die haben sich einfach wieder in die Mittellinie gestellt und hätten eigentlich dann in dieser Torschussübung wieder einen Pass über 30 Meter gespielt. Musste man den auch erstmal wieder in die Köpfe bringen, dass die wirklich diese kurzen Pässe spielen, das, was wir heute eigentlich von vorne bis hinten gemacht haben. Und das müssen die natürlich jetzt aber auch dauerhaft versuchen, in die Köpfe zu kriegen. Nicht, dass es nachher jetzt in den nächsten 2-3 Wochen noch funktioniert und dann fangen die wieder an, die langen Bälle zu machen. Mhm. Also das muss wirklich Klick machen im Kopf. Klick. Immerhin haben jetzt alle das Spiel begriffen. Die Gelben schießen gegen die Grünen im Best-of-Five-Modus. Es gibt also maximal 5 Runden. 1-0 für Grün. Der Verlierer muss ins Tor und bekommt Bälle um die Ohren bzw. auf den Arsch. Ui, das war Glück. 1-1. Mit dem spielerischen Wettbewerb will Sarpay den Kinzigtalern ein bisschen mehr Leidenschaft entlocken. Naja, ist jetzt noch kein Orkan, aber immerhin. Grün gewinnt Runde 1. Eine Runde haben wir, steht 3-1. Gib Gas da drüben. Jetzt fängt es wieder bei 0-0 an, oder was? Nein, eine Runde haben wir schon. Es steht 1-0 für die. Okay. Warte, Seitenwechsel. Schnell. Seitenwechsel. Wir machen ruhig und zufrieden Eindruck. Der Torwart. Ja. Guckst du das an? Also enorm, so enorm wie hier das Tor getroffen wird. Guck dir das an. Das ist sensationell. Ja. Die Tore, ne? Ey. Mhm.
sind nicht schlecht. Ja, die Grundvoraussetzung ist ja, das Tor zu treffen, um Tor zu erzielen. Und die haben ganz wenig daneben geschossen. Ja. Ganz wenig. Ja. Da bin ich gezielt, überrascht. Also echt. Ja, sehr überrascht. Ja, und tatsächlich sieht das Torschusstraining jetzt auch wie ein echter Wettbewerb aus. 2-1 für Geld. Sogar so etwas wie Leidenschaft und Lust ist spürbar. Also 2-2, dann entscheidet die letzte Runde, ist doch cool. Vor dem Showdown gibt Torwarttrainer Wolfgang Kleff seiner neuen Nummer 1 Dominik noch mal einen richtig wichtigen Hinweis mit auf den Weg. Wenn der Ball am Körper ist, in der Nähe kommt und willst runter, blitzartig, dann ist bei rechts der rechte Arm zuerst unten. Ja. Ja, muss nicht auf den linken Arm warten. Der rechte Arm rechts, zack, unten. Und dann kommt der linke vielleicht drauf, weil das ist ja manchmal eine Blitzreaktion. Okay. Und links dasselbe. Ja. Ja, wenn der Ball kommt, du musst, zack, weil der linke ist ja direkt, ist ja auch unten. Wenn du, genau, ja. Nicht auf den rechten warten, sondern direkt und dann oben drauf. Hauptsache, ja, du hast den Ball. So, Jungs, jetzt noch mal alles geben. Ihr könnt das Ding noch gewinnen jetzt. Beide Mannschaften. Unsere Runde. Für wen bist du? Ich bin dafür, dass Grün gewinnt, weil hier, wer ist das? Er hier, der hat einen richtig geilen harten Schuss. Und ja. Hier, der mit dem Pullover. Mhm. Und er hat so einen harten Schuss. Und ich hoffe einfach, wenn die gewinnen, dass er dass das ordentlich ziehen will, wenn er auf die Ärsche knallt. Was Toni aber noch nicht weiß, bei Sapa ist es Tradition, dass der Co-Trainer der Verlierermannschaft zur Seite steht. Glück gehabt, Gelb gewinnt. Trotzdem, Spielschulden sind Ehrenschulden. Muss ich mir auch eins vorstellen? Tja. Was? Stell dir mal vor, die knallen mir voll auf den Arsch. Erholt. Da habe ich morgen blauen Hintern. Erholt sich doch bis morgen. Ich habe Angst, die schießen voll doll. Okay, ich bin mal so nett. Ich stelle mich mit dem Verliererteam auf die Linie. Aber tu mir einen Gefallen und triff nicht mich. Ja, aber ein paar fallen morgen aus, das wisst ihr. Oder? Die wollen alle Toni treffen. Ey, Jungs! Wer Toni trifft, kriegt einen Kasten Bier. Oh. Alle. Soll ich mal machen? Wer Toni trifft, kriegt einen Kasten Bier. Ey, ich hab morgen blauen Arsch. Ey, ihr tut euch keinen Gefallen, ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Boah, der jetzt, der wird hart, Toni. Oh, das war die Wade. Oh, oh, Toni, der war ganz knapp. Oh. Hoffentlich habt ihr morgen noch 11 Mann. Oh, der wird hart, Toni. Oh! Hey, hey. Wer war das? Hey. Hey. Hey! Du spielst morgen nicht! Du sitzt auf der Bank! Boah! Das war der Treffer! Und jetzt kommt die zweite Runde! Nein? Okay. Die haben sich gut verkauft. Hier, gut gearbeitet heute. Also ganz ehrlich. Also dein Tipp, Toni? Ich kenne den Gegner nicht. Also nach dem Training heute könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das Unmögliche möglich machen kann. Auf jeden Fall ist es das Spiel des Jahres im Schwarzwald. Über 700 Zuschauer strömen auf die Anlage in Halbmeil, um den TuS endlich siegen zu sehen. Spielertrainer Manu hat über Nacht in der Torwartfrage eine Entscheidung getroffen, ohne diese allerdings mit dem neuen Trainerteam zu besprechen. Und zwar war ich sehr überrascht, als ich den Dominik gefragt habe, ob er spielt. Er sagte nein. Der Trainer hätte entschieden, der jetzt 2 Tage verletzt war und ja, angeblich eine Zerrung hat und im Bein was, am Hintern was, der auch nicht trainiert hat, der soll spielen. Das ist keine Wertschätzung für den Dominik erstens, ja, weil der traut ihm ja praktisch dann gar nichts zu. Dann nehme ich lieber einen mit dem gebrochenen Fuß ins Tor. Also das finde ich ein bisschen... Ja, finde ich nicht so prickelnd. Ja. Wir sind die Trainer für das Spiel und deswegen entscheiden wir, wer spielt. Und wenn wir uns einig sind, dass Dominik spielt, dann spielt Dominik. Wir sind jetzt kurzzeitig Trainer. Wenn wir dirigistisch da
uns einmischen. So, ich weiß nicht, wie die ganze Mannschaft darauf reagiert. Sollten wir die Mannschaft nicht ins Boot holen und sagen, Jungs, die Situation so und so, wir wollen, dass der spielt, wie seht ihr das? Und dann ist das in eurer Verantwortung. Wir haben zwar jetzt für 3 Tage die Verantwortung, aber der Trainer hat das Ganze für das ganze Jahr. Und diese Mannschaft muss dahinter stehen. Aber warte mal. Ja. Der Trainer hat für das ganze Jahr die Verantwortung. Wie viel Mal hat er gewonnen? Ja, ich weiß nicht. Im Training vielleicht. Ja. Da siehst du. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Verantwortung, wir nehmen die Verantwortung, wir stehen für die Verantwortung, wenn wir verlieren, verlieren wir. So ist es doch. Ist doch im Fußball so. Das ist richtig. Nur ja, wir sind nein, weg. Aber wenn wir weg sind, ja klar, wenn wir weg sind und wir haben verloren, dann hat sich ja doch trotzdem nichts geändert. Es wird wir müssen ja was verändern, damit sich überhaupt hier irgendwas damit ändert. Damit sich was bewegt hier. Ja. Ja, lass uns mal mit Manu reden. Geh mal Manu holen, dann sagen wir ihm, wie wir das sehen. Ja. Wenn jemand verletzt ist und Freitag, Samstag nicht trainieren kann, weiß ich nicht, wie man überhaupt darauf kommen kann, dass derjenige, der verletzt ist, auch ins Tor geht. Ich habe die Torleute gefragt. Du willst unbedingt, dass der... Unbedingt nicht, aber es ist der Bessere eigentlich. Ja, das nützt ja nichts, wenn du einen gebrochenen Fuß hast, kannst du auch nicht spielen. Also der hat jetzt, also ist meine Meinung. Ich sag nur meine Meinung. Ja. Der hat 2 Tage nicht trainiert, hat gesagt, er in der Zelle konnte sich nicht bewegen. Merkt wohl den Willen haben, heute zu spielen. Es ist Fernsehen da, muss man dran denken. Ich kann das auch verstehen, dass er dabei sein will. Hundertprozentig kann ich das verstehen. Aber wenn einer verletzt ist, kann ich doch nicht. Der schadet doch seiner Mannschaft. Oder er hat irgendwas vorgemacht, er ist verletzt und wollte sich nur für heute schonen. Ja, das ist auch nicht korrekt. Ja, das ist auch nicht korrekt, das ist schon richtig. Ja? Ja, zu mir hat er gesagt, er wollte es ein bisschen langsamer angehen. Weil er ja, langsamer gibt es nicht im Fußball. Ey, Azor, langsamer. Ja, ist halt... Ah, langsamer. Ja, dann stellen wir den Domi ins Tor. Ist schon nicht so, dass er Samstag ist. Weil er letzte Woche gegen Homberg ein überragendes Fußballspiel gemacht hat. Und das wollte ich belohnen und ihn deshalb spielen lassen. Das ist ja grundsätzlich okay, aber er hat ja 2 Tage nicht mittrainiert. Er hat, ja, er natürlich. Hat offen, er humpelt. Ja, macht das Sinn? Er humpelt tut er immer. Also der ist schon fit. 100%. Du wolltest ein Team sein. Wenn du eine Woche nicht trainierst, weil du verletzt bist. Ja, schon. Das ist, weißt du, für andere Leute. Für andere Leute, das merkt man nicht, aber natürlich ist der andere innerlich abgefuckt, dass er nicht spielt. Ja. Und das macht natürlich ein Teamgefüge auch ein bisschen, stört das so. Das muss man auch immer so mit einbeziehen. Manchmal hat man einen guten Spieler, aber der darf sich ja trotzdem nicht alles rausnehmen. Ja, ja natürlich. Aber da muss man dann auch mal realistisch als Trainer sein und sagen, Mensch, unser erster Keeper, auf den ich sonst so immer stark baue, konnte die letzten Trainingseinheiten nie durchführen und mitmachen, den kann ich am Wochenende nicht auf den Platz stellen. Da muss man auch mal dieses Mannschaftsgefühl haben und sagen, ich denke da nicht nur an nicht egoistisch sein, sondern sagen, ey, als Mannschaft treten wir auf und als Mannschaft hilft. Aber das zeigt doch genau das, was wir gesagt haben. Wir sind keine Mannschaft. Und der Trainer lebt das, dass sie keine Mannschaft sind. Wenn das eine Mannschaft wäre, hätte er nämlich gesagt, du bist verletzt, Dominik geht ins Tor, du bist als Backup, wenn was passiert, dann holen wir dich rein. Wir sind eine Mannschaft, jeder hat die Chance zu spielen. Wir tun uns jetzt nicht so viel vom Leistungsunterschied, dass das so krass ist, dass ich dich brauche oder so. Da zeigt doch einfach, dass sie keine Mannschaft sind. Ja, ein Tag vorm Spiel. Dich krank meldest und am nächsten Tag bist du gesund. Ich weiß, war der in Lourdes oder wo war der ganz kurz vor? Ja, trotzdem, das ist halt schon was anderes wie Bundesliga. Das ist, ob es B ist oder oben ist. Du hast es dir selbst schwer gemacht, indem du da sagst, nee, der Simon spielt. Wenn er sich krank meldet und Training abbricht, was ist das für ein Zeichen? Ja, klar. Ja? Es ist das Spiel des Schlechtesten gegen den Besten der Liga. 3,5 Jahre sieglos gegen in dieser Saison noch ungeschlagen. TuS Kinzigtal gegen den SV Schappach. Es ist das Spiel des Jahres. Für das ganze Dorf hier, für die Mannschaft. Ich habe noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt. Und da können die was zeigen, was sie können. Dass sie nämlich eine Mannschaft sind, dass sie geil drauf sind, nicht immer zu verlieren, sondern Punkte zu holen. Ich glaube, das wird eine super Atmosphäre.
seit 3,5 Jahren kein einziges Spiel gewonnen. Ey, die Jungs brennen heute. Die müssen heute bluten, die müssen schwitzen heute auf dem Platz. Und die geilste Unterstützung hier, glaube ich, wenn das halbe Dorf oder das ganze Dorf hier heute die Jungs mit anfeuert. Ich denke mal, jeder von den Leuten hier glaubt, dass die Mannschaft verlieren wird. Aber ist das hier manchmal Wunder. Und ich glaube, wenn die Jungs heute richtig, richtig Gas geben, kann was drin sein. Sie haben nichts zu verlieren. Auch der Torwart hat nichts zu verlieren. Gar nichts. Nur zu gewinnen. Viel Glück, Junge. Eigentlich haben wir gar keine Chance. Das sieht man ja, wenn man die Tabelle sich anschaut. Der Letzte gegen den Ersten. Der Letzte 3,5 Jahre kein Spiel gewonnen. Der Erste ungeschlagen. Die wollen wieder aufsteigen. Es sieht einfach so danach aus, dass wir hier eine Klatsche kriegen. Aber wir haben sehr gut trainiert. Die Jungs müssen es nur umsetzen auf dem Platz. Sie müssen ehrgeizig sein. Sie müssen den Willen haben. Sie müssen bereit sein, sich weh zu tun, aber auch den Gegner weh zu tun. Nur mit dieser Bereitschaft haben wir überhaupt eine Möglichkeit, eine Chance, irgendwas hier zu reißen. Hans versucht seinen Spielern nochmal intensiv zu vermitteln, worauf es jetzt am allermeisten ankommt. Der Fokus ist erstmal Sicherheit. Die ersten 5 Minuten Sicherheit, jeder seine Sicherheit zu holen. Vertrauen, Selbstvertrauen holen, sichere Pässe spielen, ins Spiel kommen, Zweikämpfe gewinnen, aggressiv sein, aufpassen. Wenn wir den Anstoß haben, spielen wir den Ball zu Manu oder so, aber nicht mehr von Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger oder dann zum Torwart. Spielt den Ball nach außen, dann gehen wir nach vorne. Nach außen, Stürmer geht nach außen, nach vorne, außen, langer Ball und dann setzen wir uns dazu. Okay, Jungs, komm! Ich erwarte jetzt nicht, dass wir das Ding hier haushoch gewinnen, um Gottes Willen. Aber für mich wäre es auch ein wahnsinniger Erfolg, wenn die Jungs mit einer knappen Niederlage heute vom Platz gehen. Ich denke auch, dass das für alle wirklich ein Erfolg wäre, nicht nur für uns als Trainerteam. Ich glaube, dass wir den Zuschauern auf jeden Fall einen Kampf bieten können. Und was dann dabei rausspringt, da schauen wir mal. Ich hoffe, wir halten das Spiel so lange wie möglich ausgeglichen. Und dann können wir hier vielleicht sogar mit einem Punkt oder mit 3 den Platz verlassen. Anstoß zum Spiel des Jahres. Aber was macht Kapitän Lück denn da? Spielt den Ball nach hinten. Genau das wollte Sarpay vermeiden. Ecke nach nur 30 Sekunden. Die Kinzigtaler decken zwar zu dritt den Raum, aber kein Gegner weit und breit. Der Ball kommt unkontrolliert in den 16er. Schuss aufs Tor. 0:1 nach gerade mal 35 Sekunden. Mein Gott, was für ein Fehlstart. Null davon, was wir gesagt haben. 0,0. Wir haben vor einer Minute in der Kabine noch gesagt, wenn wir Anstoß haben, sollen wir aus dem Mittelfeld nach vorne spielen. Und was ist? Schiedsrichter pfeift an, 30 Sekunden, 10 Sekunden, alles vergessen. Erster Ball geht nach hinten, Innenverteidiger vertändelt den Ball ein bisschen, schießt den Gegenspieler an. Ecke, Tor. Da kann natürlich Dominik nichts machen, da pennt die Abwehr einfach. Wenn man den Ball zurückgespielt, das ist aber ein Problem, das haben wir häufiger. Wir besprechen oft was und dann setzen wir das nicht um. Der arme Torwart, ey. Der arme Dominik. Also, ich meine, wenn ihn da die komplette Abwehr verlässt und die sagen, komm, viel Erfolg, mach du das da mal alleine, kann man eigentlich nichts anderes erwarten. Tut mir auch ein bisschen leid da hinten im Tor. Das war der, der mit am meisten Biss eigentlich auf den Platz gekommen ist. Also, der brannte schon in der Kabine. Wieder eine Standardsituation für Schabbach, diesmal von der Mittellinie. Und erneut stimmt die Staffelung der TuS-Abwehr überhaupt nicht. 0:2 für den Tabellenführer nach nur 12 Minuten. Ersatzkeeper Dominik kann einem wirklich leid tun. Nein, liebe Zuschauer, das hier ist keine Wiederholung. Schon wieder Freistoß, schon wieder eine Flanke und schon wieder ein Tor. 0:3. Eieiei, ist das bitter und so einfach. Alle Tore, Standardsituation. Die haben sich schon aufgegeben. Ja, aber ich glaube, die haben sich schon direkt nach den 30 Sekunden aufgegeben. Ja, natürlich. Nach dem 1-0 war vorbei. Ja, das war hart, aber so mental stark sind wir dann doch, dass wir uns da einigermaßen aus der Bredouille ziehen können. Das haben wir ja dann auch gemacht. Ich finde, die erste Halbzeit war dann noch okay. Wären wir da komplett down gewesen, hätte es uns abgeschossen. Nach 20 Minuten wäre es da 4 oder 5 Minuten gestanden. Da stand es ja immer noch 1-0. Da waren wir eigentlich auch gar nicht arg viel schlechter.
Auch Torwart Dominik lässt sich vom allgemeinen Durcheinander seiner Hintermannschaft anstecken. Was für ein kapitaler Fehlgriff. Doch, ja, ein Fehler war dabei. Ja, genau. Komm, das passiert jedem aber auch. Ne? Ich meine, auf dem Feld sind auch Fehler passiert. Wir reden hier aber von Kreisliga B. Ach so. Am Ball vorbeigefaustet hast? Nee. Nein, ich habe wenigstens den Kopf getroffen. Ja, du musst etwas treffen. Das wollte ich sagen. Ja. Das war nämlich der Fehler bei ihm. Er hatte nämlich Angst, dass er den Gegner trifft. Ja. Und deswegen ist er so halbherzig nur dahingegangen und hat den Ball. Was musst du? Du musst da hingehen. Ob sich der TuS und Dominik davon erholen kann? Die Antwort gleich nach der Werbung. Zurück bei das T steht für Coach. Der seit 3,5 Jahren sieglose TuS Kinzigtal hat die erste Hälfte gegen Tabellenführer Schappach komplett verpennt und setzt seine erstaunliche Negativserie fort. 0:4 zur Halbzeit. Alle vier Tore fielen durch simple Standards. Das Abwehrverhalten des TuS ist, sagen wir mal, schlicht erbärmlich. Ja, so hart muss man es wohl ausdrücken. Die zweite Halbzeit beginnt gleich wieder mit einem Freistoß. Oh Mann, Sie ahnen schon, was jetzt kommt, oder? Die gesamte Abwehr samt Ersatztorhüter Dominik segelt am Ball vorbei. 0:5. Was für ein Torwartfehler. Nein, nein, nein. Das war doch die Situation, wo die Kopf eingezogen haben, wo der hinten reinging, wa? Ja, kein Torwartfehler. Nein. Vorne, die beiden konnten den bequem wegköpfen, waren sie nicht einig, ging vorbei und dann reagiert der Torwart erst. Ja, ja, sie haben gesagt, hab ich? Nein, hab geh ich. Geh du ihn nicht. Geh du ihn nicht, ich hab ihn auch nicht. Mehr passierte in der zweiten Hälfte nicht mehr. Auch das Spiel gegen den Tabellenführer verliert der TuS Kinzigtal vor der Rekordkulisse von 753 Zuschauern mit 0:5. Ja, ich bin schon enttäuscht. Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Wir haben gut verteidigt im Spiel. Standards haben wir ein bisschen verkackt. Ich glaube, den 4 Standardtore gemacht. Ich glaube, 4 waren es noch. 4 Standardtore. Das haben wir nicht gut verteidigt. Und demzufolge ist es echt extrem ärgerlich, weil wir eigentlich echt gar kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wenn wir die Standards gut verteidigen, verlieren wir vielleicht plus 2-0 oder 1-0 oder machen dann noch 1-1. Lucky Punch. Wir haben gesehen, dass Dominik im Training Gas gegeben hat und deswegen war das die richtige Entscheidung. Egal, ob er jetzt 5 oder er hätte auch 10 Tore kassieren können, es wäre trotzdem die richtige Entscheidung gewesen. Sehe ich auch so. Weiterkämpfen. Weiterkämpfen, Junge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mal gewinnen, irgendwann auf jeden Fall. Also ich als Trainer nehme auf jeden Fall mit, dass ich die ganze Passform ein bisschen kleiner mache. Nicht mehr ganz so groß. Ja. Und du? Also ich fand die Übung auch zum größten Teil sehr gut. Vor allem dann auch wirklich als Kreisliga-Truppe, gerade beim Passspiel, halt wirklich erst auf die Genauigkeit und dann irgendwie noch Druck dazu zu kriegen. Ich meine, wenn wir sonst im Training anfangen, uns da irgendwie die Bälle zu spielen, dann meint jeder, er muss irgendwie gleich so druckvoll spielen wie nur möglich. Und das hat Hans ja sofort erkannt. Das fand ich sehr gut. Und sonst, also ja, generell, glaube ich schon, dass man einiges mitnehmen kann als Spieler.